uns im Biebergiesee. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallöchen, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru, natürlich von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja, wir haben ja vor kurzem mal einen netten kleinen Retro-Stream gemacht und haben Skyrim gespielt und ich habe gesehen, das hat euch richtig gut gefallen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, legen wir noch mal einen nach, ne, machen noch eine Folge, ne. Wenn ihr weitere Folgen natürlich sehen wollt, dann schreibt mir das, beziehungsweise wenn ihr schreibfaul seid, ne, einfach den Daumen nach oben, damit ich sehe, dass ihr mehr davon sehen wollt. Ne, gerne auch nette Kommentare, freue ich mich immer. In diesem Sinne viel Spaß und ja, stürzen wir uns mal rein. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung... Richtig komisch? Wieso komme ich nicht näher ran? Was ist denn da los? Ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Ja, das ist doch schön. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Geschenke sind immer gut. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen. Eisenpanzerhandschuhe der geringen Schmiedekunst. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Das heißt, wir machen uns schon mal auf den Weg. Die sabbeln da sowieso noch eine ganze Ecke. Deshalb, ne, wir gehen schon mal vor. So, also wir schicken uns an, unseren ersten Drachen zu erlegen. Warum auch nicht? Mach die Tür auf hier. Ja, ihr seht, ne? Wir haben das Ganze ja neu angefangen, deshalb auch jetzt auf Level 3. Ja, ich weiß. Ich leide noch nicht an Demenz, aber Dankeschön trotzdem. So, ich denke mal, ich werde das versuchen mit dem Bogen zu erledigen. Ich bin jetzt kein wirklich meisterlicher Bogenschütze, aber irgendwoher müssen die Skills ja kommen, ne? Ist so. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ah, hier haben wir eine Menge Kräuter, die wir mitnehmen können. So. Was man hat, hat man, ne? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Na, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann, ne, können wir auch bei Zeit mal den einen oder anderen Livestream hier nochmal machen. Ne, ansonsten würde ich, wenn ihr Bock drauf habt, hier und da mal ein Video on Demand droppen. Ne, so in loser Reihenfolge, sage ich mal. Wie gesagt, müsst ihr mir einfach mal sagen, ne, wie euch das gefällt. Ich weiß, heute wäre ja eigentlich am Donnerstag der Tag für die Police Officers hier, Patrol Officers. Aber ich dachte, komm, mal ein bisschen Abwechslung, ne, mal auch so ein bisschen durchtauschen. Jetzt aktuell gibt es ja nicht so viel Neues bei der Police Simulator Patrol Officers Sache. Da können wir mal so ein, zwei Wochen mal Pause machen. Und werden wir natürlich auch wieder spielen, ne, ist klar. Aber Abwechslung ist das Leben, nicht wahr? So, jetzt werde ich mal gleich mal einen Bogen vorbereiten. Jetzt haben wir ja gleich ein bisschen Zeit, bis die da um die Ecke watscheln. Das dauert einen kleinen Augenblick. Den Jagdbogen haben wir ja schon. Ich glaube, wir haben sogar den von den Nord, den schönen Jagdbogen. Den werden wir definitiv nehmen. Mit Frostbiss so ein bisschen, ja, würzen, sag ich mal. Und dann hoffe ich, dass ich das überlebe. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein begnadeter Schütze. Ganz ehrlich, ne? Ich werde viel in Deckung sein, ne? Nennt mich Pussy, aber ich lebe gern. Sagen wir es mal so. Okay, dann rüsten wir mal schnell um hier. Der alte Nordbogen, genau. Die Eisenpfeile haben wir schon bei Fuß. Das ist gut. Die Nordpfeile machen mehr Schaden. Dann nehmen wir die natürlich auch. Frostbissgift. Jawohl. So, und dann warten wir mal, bis die Bagaluten hier antanzen. Beziehungsweise können jetzt mal nach den Stahlhandschuhen gucken, die wir gerade geschenkt bekommen haben.
Da mit der Stahlkettenpanzerhemd, das ist doch viel bessere Rüstung. Wieso habe ich die nicht angezogen? Dann machen wir das jetzt. Wir können alles brauchen. So, Eisenpanzerhandschuhe plus 5 Rüstungswert, her damit. Ja! Viel besser. Da haben wir doch gleich einen einzigartigen Look hier. Der Helm passt nicht ganz zum Look, aber kommt noch. Keine Sorge. So, wo sind denn jetzt die Baggerluten hier? Ah, da hinten, guck mal hier. Was für ein lahmer Trupp, ne? Ich kann so nicht arbeiten, ne? Es ist so schlecht, gutes Personal zu kriegen. Vor allen Dingen zackiges Personal, ne? Ich stehe hier und werde grau und die kommen gerade erstmal angewackelt hier. Jungs, wo wart ihr? So, jetzt fehlt nur noch Madame hier. Okay, machen wir mal ein bisschen Platz. Dass sie ihre Rede ablassen kann hier. Drache weit und breit. Das stimmt. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Okay, sieht hier jetzt nicht so gut aus, das Ganze, ne? Ziemlich abgebrannt, die ganze Kiste hier. So, hier müsste noch ein Kollege drin rumtouren. Der müsste uns gleich entgegenkommen. Warte mal. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, Moment, stopp, stopp, stopp. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie okay. fliehen wollten. Das ist nicht gut. Was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. So, ich glaube, ich wechsle hier mal. Ja, okay, er kommt. Da ist er. Da ist der Kollege. Wo ist er hin? Ja, ich muss ja ein bisschen taktisch vorgehen. Wie gesagt, ich bin kein guter Bogenschütze. Oh, hat er sich hingesetzt? Mann, beweg dich! Was ist denn da los? Wo bist du? Kerle! Ja, dann ist der eine in den Schwanz gejagt. Das ist mir auch egal. Ah, das ist nämlich genau das, was ich vermeiden wollte. Ah, shit, ich muss schnell runter. Das hilft nichts. Schnell in Deckung. Nee, nix Niederlage. Da sind wir noch lange nicht. So, wo haben wir jetzt unsere kleine Heilung? Okay. Ah, Schiede! Am Boden kriege ich ihn natürlich am besten. Das ist... Ja, wieso Schleichen verbessert? Bogenkunst wäre nicht schlecht gewesen, so zur Verbesserung, ne? So, gucken wir mal schnell rum. Der müsste ja gleich Mudo sein, der Kollege hier. Ui! Der feuert ja immer noch. Was ist denn da los? Ha! Doch erwischt. Mein lieber Freund, so nicht. So. Dann werden wir mal uns den Kollegen einverleiben hier. Einmal bitte alles zu mitnehmen. Und es werde Licht. Jawohl, ja. Mirmulnir, das war er. So, jetzt können wir den ersten Schrei ausrüsten. Unerbittliche Macht. Sehr schön. Das machen wir auch gleich mal. Neue Stufe haben wir auch erreicht. Darum kümmern wir uns später. Jetzt erstmal der Schrei. Magie, Schreie. Unerbittliche Macht. Sehr schön.
So, R1 zum Schreien. Okay. Ich glaube, jetzt sollen wir auch gleich unsere Fähigkeit beweisen hier. Na Jungs, alles... Roger hier? Ja, alles Klärchen? Uralte Macht. Die Stimme des Drachenblutes. Da bist du platt, hä? So, irgendjemand noch irgendwas zu sagen? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit. Aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. So, die Wache hat noch Fragen. Da widmen wir uns doch gerne. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Na, ich denke mal, ja. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Aber hallo. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim. Na, die Irilit guckt schon wieder wie die Merkel hier auf Koks, ne? Mein Gott. Kann die mal lächeln? Damals gab es keine Drachenidiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit... Ja gut, wir lassen die da mal schwadronieren, ne? Wir müssen erstmal Meldung machen beim Jarl. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir von den Sachen ein bisschen was loswerden, vergolden können. Das Inventar ist natürlich pumpevoll. Also ich habe gesehen, Drachenknochen haben wir sowieso, ne? Aber auch Rüstungsteile von den... Entschuldigung, von den Wachen. Jetzt kam gerade der Tee wieder hoch, sorry. Na, also wir haben einiges, was wir loswerden können. Ups. Dovahkiin? Du kennst meinen Namen? Wer ruft mich? Ich bin doch für alle da. So, ich würde mal sagen, gleich am Tor haben wir ja den Schmied. Nehmen wir gleich mal als erste Station, um ein paar Klamotten loszuwerden. So, und dann werden wir uns Lob und Lorbeeren abholen. Hoffe ich doch. Okay. Ist Madame gerade draußen? Nee, dann gehen wir kurz rein. Zur Kriegsjungfer. Und handeln ein bisschen. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Das finde ich gut. So, was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Jetzt wollen wir erstmal was verkaufen. Jedenfalls das ein oder andere. Ich will nur mal ganz kurz gucken, um was wir eventuell noch doppelt haben oder nicht brauchen. Immer weg damit. Ne? Belastet ja nur. So, die Fellstiefel können weg. Die kaiserliche kann weg hier. Die Pelzarmschienen, ja, die können auch weg. Hier Weißlaufer, Wachhalm und Wachenrüstung. Alles weg. Nimmt nur Platz weg und ist Gewicht. Nee, den ganzen Bums hier, den behalten wir mal, dass wir hier selber noch was machen können. Das soll erstmal hier reichen. Zu machen. Moment, die Drachenknochen nimmt die der Schmied auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Moment. Habe ich jetzt fast vergessen? Sorry, Freunde. Hier sieht aus, als könnte die Adrienne. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Sowohl als auch. So, ich wollte nämlich gucken, die Drachenknochen nimmt er doch, glaube ich, auch, oder? Nee? Nimmt er nicht. Okay, dann muss ich zum normalen Händler. Gut.
Ist kein großer Umweg jetzt. Können wir machen. Ihr da. Was? Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für. Ach, die Alike. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Och nee, lass mal. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Wunderschön. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur... Ja, erzählen wollen die auch nichts. Na, super. Zahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Dann gehen wir. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr... Nee, lass mal. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. So, dann schauen wir mal, ob wir hier bei Bellator noch was loswerden. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Und wisst ihr was? Das glaube ich ihm. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Gut, was haben wir denn da? Also die müssten ja bei Sonstiges mit dabei sein. Ich hoffe, der Junge hat ein bisschen Kleingeld übrig. Weil, sonst doof. So. 1, 2, 3, Drachenschuppen, 1, 2, 3, oh, der gute Bellator, jetzt hat er gleich nur noch 25 Goldstücke, ja gut, wir wollen ihn ja jetzt hier nicht pleite machen, ne? Aber wir sind ordentlich gewichtlos geworden, ganz wichtig. Törichte Alte, ihr habt keine Ahnung von unseren Mühen. Hallo, Kind von Kühnau. So, dann beehren wir mal den Jarl. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Na, dafür habt ihr ja mich. Okay. So, lobet und preiset mich. Ich bin zurück. Frohlocket. Gut. Ihr seid endlich hier. Ja. Der Jarl erwartet euch schon. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? So, dann erstatten wir mal Bericht. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber und was ist mit mir? Als wenn ich jetzt nichts gemacht habe, ne? Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? So, als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Genauso haben mich die Männer genannt. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. So, genau. Der Weg der Stimme beginnt jetzt. Genau, der Besuch bei den Graubärten steht demnächst an. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt... Das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Na, das ist doch was. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Na, aber hallo. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? Oh. So fähig er auch sein Nordunsinn. Macht, ich sehe keinerlei Anzeichen. Ich glaube, ich muss mal schnell mein Schwert ziehen hier. Dieses, oder Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hunger, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Eben, und mich. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid,
Wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Da hat er recht. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich bin auch so geehrt. Ich wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein. Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als okay. Jarl ernenne ich euch hier zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch ich als und gemeines Pöbel, das wär's ja auch. Also dann. Okay. Zurück zur Tagesordnung, Provinz. Ja, abgehakt. So viel zu meiner Ehre. Da steht schon unsere Lydia. Stellen wir uns mal kurz vor beim Schätzelein hier. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Das ist schön. So, lass uns mal kurz unseren Job erklären hier. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Schön. Was machst du so? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ja, schön, aber nicht jetzt. Gut. Lebt wohl. Die gute Dame werden wir später in Empfang nehmen. Beziehungsweise abholen. Oh, schon wieder Nacht hier. Junge, das geht aber auch. Ich wollte mal ganz kurz checken, wo wir gerade hier ein bisschen Zeit haben. Die Finanzen. 2003 Gold haben wir immerhin schon mal so relativ kurzfristig zusammengekriegt. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 5000 kostet das Haus hier in Weißlauf. Wäre auf jeden Fall schon mal eine schöne erste Unterkunft. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was Gutes tun können, bevor wir uns auf den Weg machen. Ja, Schlafplatz haben wir jetzt leider nicht. Das heißt, wir gehen mal ins Gasthaus, suchen uns was Gemütliches. Die beflaggte Meere soll uns da gut genug sein. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ne, irgendwo müssen wir unser müdes Haupt ja betten. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Da bin ich schon lange. Ich habe mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Ich brauche ein Bettchen. Bringen? Ja, jetzt mal, lass mich doch mal ausreden. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Schön. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Ich bitte darum. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klopfen. Okay. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Dankeschön, es reicht. Also eine Tür hier wäre ja nicht schlecht gewesen. Dann müsste ich mir das Geplärre von dem Sänger da nicht anhören. Wer ist das? Miraculix oder was? Naja, egal. Gut. Gehen wir mal ein bisschen pofen. Ich denke mal, jetzt ist 9 Uhr abends. 12 Stunden ist perfekt. Sind wir auch richtig gut ausgeruht. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet am nächsten Tag. Oh, und siehe da. Sadia. Bitte was? Ja, Mama? Vergesst nicht, nachher noch die Gläser zu polieren. Ich dachte schon, die treiben sich hier oben rum. Ne? Das ist ja gewesen.
Das ist doch bestimmt die Rotwarddrohnen hier, ne? Aber zu der kommen wir später. Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ne, jetzt nicht. Das ist doch die Rotwarddrohnen. Warte mal. Ah ja, da in der Küche. Okay, merken wir uns. So, schauen wir mal, was sonst noch so los ist hier in Weißlauf. Was? Wer redet da? Ich halluziniere, ich höre Stimmen. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Teeblätter, Handlesen, ein Blick in die Kristallkugel. Ich meine, das hier ist doch, ist es nicht die Händlerin, die Probleme hat mit einem Fan? Ich glaube ja, oder? Ist ja auch der Hübsche. So, die Carlotta, genau, die Carlotta, an die erinnere ich mich. Schnacken wir mal. Und frisches Gemüse zu verkaufen. Ja, später. Weißlaufs direkt auf eurem Tisch. Ja, später. Moment. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Ach, der so schräg singt? Dieser Bade Michael. So wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Okay. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Oh, oh. Okay. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ja, wir können mal versuchen, mit ihm zu reden. Vielleicht klappt's ja. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. So, dafür muss ich aber erstmal die Waffen ablegen, weil mit Waffen ist das keine gute Idee. So. Das heißt, hier lassen wir die Fäuste sprechen im Fall des Falles. Ah, da muss ich auch noch hier das Schild abnehmen. Warte mal. So. So sind wir richtig aus- und abgerüstet für die wunderbare Beulerei, falls es eine gibt. Da ist er ja hier, der Flötenschlumpf da. Sicherheitslage in Weißlauf. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. So, dann würden wir doch mal sagen. Dann seht ihr sie nicht wieder. Ja, nee, ist klar. Also wir müssen mal reden hier. Carlotta, Dings da, Valencia, ne, in Ruhe lassen und so. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Jo. Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Bitte was? Ich weiß es nur noch nicht. Ja, nee, ist klar. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Oh Gott, was für eine Laberbacke. Prügelei anfangen. Er will's nicht anders. Das werdet ihr bereuen. Ihr hättet nie herkommen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Holt ihn euch und einsteckt. Wehrt euch. Ja, der ist ja schon gleich platt hier, der Kollege. Das ist euer Ende. Bist du da sicher? Lasst ihn damit nicht davonkommen. So. Dann schnacken wir mal jetzt, ne? Führt einen kräftigen Schlag, das muss man euch lassen. Aber hallo. Ihr habt gewonnen. Bei meiner Ehre. Carlotta wird sich nie mehr Sorgen wegen mir machen müssen. Ja, jetzt siehst du auch aus wie Quasimodo. Jetzt ist die Nummer eh gelaufen. So, nee, Spaß beiseite. Wir bringen jetzt mal die gute Nachricht an Carlotta. So, die freut sich dann noch. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Du sagst es bereits. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Das ist doch nett. Jeden Tag eine gute Tat und ein paar Goldmünzen natürlich. Finde ich schön. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Sag mal, hat die mal einen anderen Schnack drauf? Gibt's ja wohl nicht. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Das sieht ja tatsächlich gar nicht so schlecht aus hier, ne? Die Auswahl. Eure gute Tat des Tages tun. Dieser Krieg ist genauso dumm. So, das wäre, glaube ich, Windbrise, ne? Briesenheim, genau. Das wäre das Haus, das zum Verkauf steht. Ja, moin. Braucht ihr etwas? Ja, ne, kostet 5.000, wäre mal so ein Teilziel, würde ich mal sagen, ne? So, ich rüste jetzt mal erstmal wieder auf. Bekleidung, das Schild wieder. Natürlich unsere Waffen, ist klar, ne? Ich glaube, jetzt sollte die Axt wieder reichen mit dem Schild.
Nee, die Axt von Weißlauf nicht. Nehmen wir mal die normale Eisenkriegsaxt hier. Die sollte reichen für unsere Reise hier. Gut. Dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Ich weiß gar nicht mehr so richtig den Weg, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich jetzt hier die Hellsehen-Funktion mittlerweile auch, aber die will ich jetzt auch nicht überstrapazieren. Es gibt ja immer noch die gute alte Karte, ne? Einfach raufgucken, hilft ja auch manchmal, ne? Machen wir auch gleich. Ja, bis ich mir einen Gaul leisten kann, das wird auch noch ein bisschen dauern. Was haben wir hier noch? Bergblumen, nehmen wir gleich mal mit nebenbei. Das Ganze auch noch in Rot, in Lila. Zack. So. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. So, lass mal gucken. So, wir sind hier unten beim Pelagierhof in Weißlauf. Und wir müssen jetzt, Moment, hier, da, ne? Ist eine kleine Ecke. Wir müssen nach Ivarstadt. Ne? Ist eine Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in dieser Folge schaffen, aber wird bestimmt nicht die letzte sein. Denke ich mal. Ich finde die Kamera ein bisschen zu nah. Findet ihr nicht auch? Ah, hier, genau. Da kann ich sagen. So ist besser, oder? Hat man ein bisschen mehr Überblick hier. Hier flitzen einige Schmetterlinge rum. Den nehmen wir gleich mal mit hier. Wer landet, verliert. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ja, ich hab's geschafft, richtig? So, Ivarstadt, immer der Nase nach. Schöne Aussicht hier, ne, auf das Schloss. Sehr schön, oder auf die Festung, je nachdem. Cool. Ach, diese Drecksgeber hier. Ekelhaft. Bringt auch nicht viel. Also, ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, bis nach Ivarstadt. Lumpi, was machst du da? Ah, das ist eine Jägerin, aber ich brauche jetzt nichts. Ich bin, ja, Selbstversorger. Ich habe auch leider nichts zu verkaufen. So, hier haben wir noch so einen Schmetterling. Jawohl, sehr gut. Okay, klingt nach ein oder mehr Wölfen. Eher nach mehr. So, wo ist der Rest? Das klang doch nach mehr als einem Wolf, oder? Ich bereite mal die Waffe im Anschlag hier. Wer weiß, was da noch um die Ecke biegt, ne? Ah, die Brücke da hinten, das weiß ich jetzt schon. Das riecht nach Ärger. Da hinten. So, hier haben wir wieder lebensmüdes Wild, wie das so alltäglich ist hier in den Himmelsrand. Also die Viecher hier habe ich immer das Gefühl, die hängen nicht so sehr an ihrem Leben. Also nicht so sehr jedenfalls, wie sie sich verhalten. Sehr merkwürdig.
Ja, zum Glück bin ich jetzt nicht auf der Wildjagd, liebe Freunde, sonst hättet ihr schon wieder geloost. Hoppdihopp. Guck dir das an, ne? Es ist unfassbar. Viech, Viech. Ah, da kriegen wir schon Gesellschaft. Seid ihr ja. Bitte? Was willst du? Seid ihr zum Sterben bereit? Das war, glaube ich, der falsche Ansatz. So, Dietrich Gold, tschüss. Da feuert nämlich jemand schon mit Pfeilen auf mich. Das mag ich gar nicht. Was redet es? Oh, ja, gut. Während eines Kampfes kann ich nicht kochen. Das hat eine gewisse Logik. Ihr werdet Himmelsrand nicht leben verlassen. Ja, bla bla. So. Ah, das ist hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Hier hängt nämlich hier oben dieses Teil. Hier schnell zurück. Genau, da kam er runter. Der Morgenstern. Ja, gut, den Stahlbreitkolben, den können wir mal mitnehmen. Junge, jetzt mach hier nicht so einen Stress. Weißt du, die machen hier einen riesen Fass auf, weißt du, haust du einmal drauf, sind sie tot, ne? Unglaublich. So, was haben wir hier? Eisenhelm, der... Kannst du dich mal anmelden, wenn du kommst hier? Ich glaube, es hackt. Ich habe noch keine Sprechzeit hier. Einer nach dem anderen, ne? Jetzt reicht ja mal. Ach, das ist der Anführer-Dödel hier. Bleibst du hier, du Vogel, du? Na also, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ach nee, hast du ja nicht mehr. So, Gold, Eisenhelm. Ja, der bringt, sieht zwar schön aus, bringt mir aber auch nichts. Das bringt mir alles irgendwie nichts, oder? Nee. Was war das hier gerade? Ach so, der Stahlstreitkolben, okay. Den habe ich mir aber schon anderweitig besorgt. So, jetzt habe ich die alle hier vorne schon Molo gemacht. Ist natürlich peinlich hier, ne? So. Nee, brauche ich nicht. Ja, jetzt kommen die Bogenschützen hier noch. Leute. So, da haben wir Zaubertrank der kleinen Heilung. Räumen wir erstmal da oben auf. Jetzt reicht das. Ja. Das ging doch ganz schmerzfrei hier. So. Da kriegen wir neue Pfeile. Die brauchen wir auch. Was haben wir noch? Gegrillter Lauch. Futtern wie bei Muttern. Nee, das will ich jetzt nicht. Achso, geht nur oben auf. Ich dachte jetzt da oben, da unten geht es auch noch auf. Nee, natürlich nicht. Okay. Den Käse können sie behalten. Ja, komm, lern schießen, Kollege. Was ist denn da los? So, kümmern wir uns um den Vogel auch noch. Glückstreffer. Na, so würde ich das jetzt nicht nennen. Nicht wirklich. Also heute kann man wirklich sagen, es werden Köpfe rollen. Ne? Also heute ist er in Form hier, der Kollege. Ne? So, jetzt gibt es da oben, glaube ich, auch nochmal eine Treppe rauf. Nehmen wir natürlich alles mit hier. Was wir von den Kollegen... War hier nicht noch eine Treppe nach... Ja, doch. Meine ich doch.
War doch noch eine Treppe nach oben, oder? Und eine Truhe. Moment. Gesegneter Eisenstreitkolben. Das ist ja noch besser als alles andere. Mangelhafter Valarstein. Zaubertrank der Tarnung. Amulett von Dibella. 15 plus auf Redekunst. Das ist nicht schlecht. Das kannst du vergessen. Ja, den Bums brauche ich nicht. Bin auch kein Magier. Habe auch nicht die Absicht. So. Jagdbogen des Unbehagens. Ziegeneckenkäse. Naja, gut. Was überbleibt, wie gesagt, können wir ja wieder irgendwo verschachern. Moment. Ist hier noch was im Schlafzimmer? Ja, das ist gut. Nee, da ist nix. Da liegt ein Buch, der schwarze Pfeil. Ah, Schießkunst verbessert. Sehr schön. So liebe ich es. Ich glaube, wir haben die hier alle Mulu gemacht. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück auf den Weg. Hoffe ich doch. Ups. So, weiter geht die Reise. Hier an Bäumen hat man ja öfter mal diese Pilze. Genau, da sind sie. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, das wird noch ein Fußmarsch hier. Ich höre was. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe doch irgendwie da gerade was röcheln gehört. Oder war es der Fuchs da hinten? Der kleine, harmlose Fuchs. Ach, du warst das, mein Freund. Ja, komm her. Nicht bellen. Machen. Tch. Viech kommen hier. So, was sind dort denn für Figuren unterwegs? Hallo? Was sind denn Sie? Allzeit im Licht. Wächter von Stender. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Okay. Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätrische Bedrohung. Das ist doch wunderschön. Vorbildlich. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Das klingt doch nett. Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Klingt interessant. Aber die Dedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Gudi, ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Mit euch sein. Ja, wo immer die Dedra dann wünsche ich gute Reise oder so. So, kurzer Blick, ob wir noch auf der richtigen Route sind hier. Iverstadt, jawohl. Oder Iverstadt, je nachdem. Ach, das ist ein Ziegenbock. So ein oller Ziegenbock hier. Futter. Ja, du musst schon ein bisschen schneller laufen, Kollege. Nicht im Weg stehen. Was im Weg steht, wird weggemacht, ne? Ist klar.
hier haben wir wieder einen Baum. Haben wir da noch Pilze? Nee, diesmal nicht. Okay, schade. Jetzt haben wir da wieder ein Füchslein. Aber eine Brücke nach der anderen, ne? Ich bin fast versucht, so ein bisschen jetzt zu singen, ne? Über sieben Brücken musst du gehen. Ja? So komme ich mir gerade auch ein bisschen vor. Ja, und allgegenwärtig die Wölfe. Diesmal im Doppelpack. Ist auch nett. So, zwei auf einen Streich hier. Kann man machen. Also Leder haben wir bis zum Erbrechen, ne? Das ist... Oh, da ist eine Wache unterwegs. Was ist da los? Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. Was macht ihr so? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel... Was ist so ein Rekrutierungstrupp hier, oder was? Von den Sturmmänteln? Ja, Sturmmäntel. Ja, schön. Aber... Nö, danke. Hasi Goreng. Ja, jetzt hier mal schnell. Zack, zack. Also diese Tiere haben keinen großen Lebenswillen, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Die schreien förmlich, schlachte mich, weißt du? Das ist so... So, zack, haben wir eine Kaninchenkeule hier. So, wie war's das? Auf geht's. Ja, wird schon so ein bisschen winterlicher. Ach gut, die Wölfe, die gehen mir heute schon so ein bisschen auf den Sender, ne? Macht mal Pause, Jungs. Macht einfach mal Pause. Einfach mal Luft holen, ne? Eben. Also wir können schon und sollten auch immer wieder ab und zu mal stehen bleiben, weil es gibt hier wirklich so schöne Ecken in Himmelsrand. Also nicht böse sein, wenn ich ab und zu auch mal so ein bisschen genieße und den Blick schweifen lasse. Einige Aussichten sind hier einfach fantastisch im Spiel. Na, mal sehen, ob ich hier noch einen Ziegenbock erwische. Jetzt bleib da stehen, du Vogel. Ich bin eh schneller als du. Eben, sag ich doch. So. Bisschen Proviant auch dabei. Ein bisschen Fell. Alles gut. Läuft. Ist das immer derselbe Fuchs? Ist es ein Fan von mir? Ja, was ist denn hier los? Kerle. Was ist das hier für eine... Daran erinnere ich mich jetzt nicht. Hä? Habe ich so... Habe ich jetzt schon Demenz? Was ist das hier? Ach, Nebelwacht. Das ist Nebelwacht. Sag mal, bin ich hier vom Weg abgekommen? Was ist passiert? Warte mal. Wieso... Ich bin nur auf Besuch. Moment. Wo ist die Sache falsch gelaufen? Warte mal. Ich hole mal kurz hier die Magie aus dem Sack und dann machen wir mal ein bisschen Hellsehen hier. Ist das... Ja, Illusion. So. Jetzt gucken wir mal. Wo sind wir denn jetzt hier falsch gelaufen? Ja, es hat schon seinen Grund, dass ich mir das Hellsehenbuch wieder geholt habe. Also wer so manchmal so Navigationsprobleme hat, den kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Alter, bin ich... Kann das sein, bin ich an der Brücke falsch abgebogen? Kann das sein? Füchslein...
Ich tue dir nichts, aber... Ne? Nicht nerven. Ich glaube, das ist wirklich jetzt mein Haustier. Egal, wohin ich gehe, das Viech kommt mit. Ah, ich bin falsch abgebogen. Oh Gott. Echt jetzt? Okay. Hier wieder ein aufdringlicher Bock. Leute, es ist wirklich... Also es ist fast schon ein bisschen zu leicht mit dem Wild hier, ne? Junge, Junge. Die laufen dir wirklich vor die Füße, ne? So, jetzt mal gucken. Oh, jetzt geht's bergauf hier. Ich war's dead. Auf geht's. Aber jetzt richtig steil hier. Ja, natürlich. Selbstverständlich. War da noch einer oder? Der hat unseren Fuchs angegriffen. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, unser Freund hat es überlebt. Ich sehe gerade, ich habe den Schild, wollte ich wieder ausrüsten. Jetzt, da ist er. Okay. Jetzt, da wir ja wieder auf Kurs sind, haben wir die Hand wieder frei dafür. Echt jetzt? Wie viele denn noch? Freunde, ihr könnt dann ganz schön auf den Putz gehen, wisst ihr das? Immer schön der Reihe nach hier, ja? Eben. Immer schön anstellen, haben wir bei Mutti gelernt, ne? So, Nummer 2, Nummer 3. Und dann können wir hoffentlich unbehelligt jetzt hier weiter erstmal. Meine Güte. Langsam werden die Jungs anstrengend. Das ist steil hier, Junge. Reißt mich immer wieder, wenn ich hier mal unterwegs bin, wieder. Beinbrecherhöhle? Ach, da drüben, okay. Klingt sympathisch. Alter, geh mir von der Pelle, Kerle. Sonst winkt gleich die Schlachtbank. So, schneller Blick auf die Wegweiser. Hier vorne geht's geradeaus weiter. Wir müssten eigentlich schon relativ nah dran sein. Ja. Na, da sind wir. Da ist Iverstedt oder Iverstadt. Ich spreche es ab und zu Stedt aus, weil es eben halt im Original so heißt. Nicht wundern. Also jetzt ist mal gut mit der Wolfsgemeinde hier. So viel Leder kann ich gar nicht herstellen. Ich nehme das schon gar nicht mehr mit, Mensch. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Was ist hier los? Du friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Ja. Ich glaube, sie gibt's hier ein Problem? Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Eben. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt ja, sonst hätte ich, weiter, sonst hätte ich hier mal, noch Ärger ja, sonst hätte ich mal einschreiten müssen hier. Mal jemanden belästigt. Vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist.
Schön, da musste ich ja wenigstens nicht eingreifen. Hier ist auch schön. Was haben wir da? Ein Lager? Ein Lager? Elch, bitte. Im Ernst? Moment. Hat sich jetzt der Elch gerade in Luft aufgelöst? Das ist eine Frechheit. Der gehört mir. Mit Stumpf und Stiel, mit Fell und Geweih, mit allem. Boah, jetzt bin ich ein bisschen angesäuert. Jetzt ohne Scheiß. Da bin ich ein bisschen angesäuert. Ich habe eine Notiz. Geht zur Insel, die sich in der Nähe des Seeufers befindet. Sucht nach dem Ort, wo einst ein großer Baum stand. Dort habe ich ihn vergraben. Das klingt nach einem Schatz. Den behalten wir mal im Hinterkopf. Aber jetzt erstmal. Warte mal. Ivarstadt. Ich sehe gerade, die Zeit wird richtig knapp hier. Ich hoffe, wir kommen hier gleich noch rechtzeitig an. Müssen wir jetzt gerade weiter... Oh, jetzt hat mich das hier völlig aus dem Ruder gebracht mit dem Sheet. Obwohl, da geht es gar nicht anders lang. Okay. Leute, wie schnell mal so eine Stunde vergeht, ne? Wenn man gut unterwegs ist. Das klingt nach Nirnwurz. Ich kenne doch dieses Geräusch. Wir alle kennen es. Et voilà. Nehmen wir doch gleich mit. So. Also ich hoffe, wir kriegen wenigstens hier Ivarstadt in Sichtweite, bis wir hier angekommen sind. Ja, Leute, bin ich jetzt falsch gelaufen? Oder hat jemand anders den erlegt? Oh, Leute, jetzt machen wir die Vogelig hier. Warte. Da, alles gut. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen nervös geworden. So ein bisschen. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine ja, Zeit für Geplauder. Ich wollte auch gar nicht plaudern. Wie kommt er da drauf? Ich habe selber keine Zeit hier. Das muss doch jetzt hier gleich um die Ecke sein. Warte mal. Ivarstadt, wo bist du? Ah, da hinten. Ich glaube, ich sehe schon die Dächer. Moment. Jawohl, ja. Freunde, wir stehen an der Brücke nach Ivarstadt, beziehungsweise Ivarstedt, wie auch immer. Wunderbar. So. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir die 7000 Stufen erklimmen, uns auf den Weg machen zu den Graubärten. Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like, Follow, Abo da, Daumen hoch. Ihr kennt die Prozedur. Lasst den Algorithmus ein bisschen klingeln. Auf Deutsch, Radau. Ne? Dankeschön dafür. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal, Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.